Planet auch gleich Licht erforschen oder hat Licht eine Voraussetzung? Wo ist Licht? Optik da. 10 Stück. Okay, können wir gleich erforschen. Prioritäten und so. Weil es ist jetzt gerade mal Mitternacht. Die Nacht dauert noch ein bisschen. Du. So, unser Muster. Das kennen wir doch irgendwo her, ne? Ja, die Dinger sind ein Problem mit dem Muster, weil sie 3 Blöcke breit sind. Das ist das Standardproblem. Machen wir einfach das hier hin. 2 Abstand. So. Sind alle drin. Dann bappen wir das Ding einfach irgendwo hin. Ist ja nicht wirklich wichtig, wo. Das wird eh später umgebaut alles. Und stellen die ersten roten Tränke schon mal her. Dafür brauchen wir noch mehr Steine. Ich sehe nichts. Da waren Steine da hinten. Ja, Steine. Kohle ist ein Problem. Wir sollten 2 noch davon bauen, dass wir noch mehr selbstbefüllende Kohleabbauer haben. Da. Und da. Hier hast du ein Holz. Zing, zing. Da. Noch mehr Kohle. Oh, genau. Noch mehr Kohle. Da, du kommst mit. So, kann ich jetzt genug Tränke bauen für Licht? Nein, es fehlt Kupfer. Ah, ich freue mich schon, wenn wir die ganzen Fließbänder haben. Ja, das sieht besser aus. 10 Stück brauchen wir. Das passt. Das heißt, wir brauchen bald ein neues Crafting-Tool. Das heißt, wir schmeißen hier das schön rein, bekommen gleich Licht. Ich kann die Nacht jetzt mal nutzen, um ein Muster zu setzen. Und bei den... Oh. Bei diesen Pfosten kann man das schön mit der rechten Maustaste gedrückt halten machen. Das ist super. Nanu? Warum hast du jetzt da das hingesetzt? Das war nicht der Plan. So. Ein schönes Muster. Da darf jetzt kein Fehler reinkommen. Das merke ich sonst wieder erst 10 Folgen später. Da, 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 so. Das heißt, wir können da gleich automatisch Eisen abbauen. Wir können hier automatisch Eisen abbauen. Da dann die Kohle abbauen für die Boiler. So. Du stehst im Weg. Zack. So. Du kommst mal mit. Und dann bauen wir unseren ersten elektrischen Drill nicht, weil wir keine Eisenzahnräder herstellen können. Und genau deswegen wollte ich es eigentlich zuerst erforschen. Aber jetzt ist es zu spät. Wobei das Licht auch sinnlos ist, weil wir haben schon 3 Uhr und es fängt an hell zu werden. Aber bäh. Na gut. Du, da. Bauen wir einfach hier nebenan das Ding wieder auf. So, damit schön Kupfer hergestellt wird, während wir hier rumwuseln. Muster weiter, Muster weiter, Muster weiter. Zum Stein würde ich noch ganz gerne das Muster hochmachen. Damit wir auch da halt elektrische Mining-Drills benutzen können. Und dann wären wir eigentlich schon mit dem Gröbsten fertig. Also dann hätten wir auf jeden Fall schon mal einen Anschluss von allen wichtigen Ressourcen an das Stromnetz. Und müssen uns dann überlegen, wo was hinkommt. Momentan habe ich ja schon einen recht großen Teil von der Ecke hier in Anspruch genommen für Stromversorgung. Das heißt, ich denke, wir machen hier später die Schmelzöfen hin. Damit dann ganz viel später hier der Zug langfahren kann. Und ich weiß, ich plane schon recht weit voraus. Und hier die ganze Fläche nutzen wir dann für die Maschinen. Weil das wird recht viel Fläche sein, nehme ich mal an. So, weiter rote Packs herstellen. Zack, 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 zack. Du bist am Britzeln, bist damit gleich fertig. Sehr gut. Ja, aber auch alles Eisenzahnräder. Die da hätte ich noch ganz gerne fürs Muster weiterbauen. Ja, das werde ich die sogar lieber als die Science Packs, weil Science Packs sind momentan genug drin. Das da nicht so wirklich. So. Optics ist fertig. Jetzt hätten wir gerne Zahnräder. Zack. Und ich hätte gerne... Brauchten Lampen schon immer Electric Circuits? Na gut, ich hätte gerne eine Lampe. Das muss reichen. Weil wenn die sich nicht verändert haben zum letzten... Zur letzten Version, dann waren die irre hell. So.
sollten eigentlich auch jetzt schon anfangen mit Ziegelstein bauen, ne? Naja, eigentlich schon. Also Ziegelsteine für Mauerbau, damit wir wenigstens da unten zu machen können, weil ich sehe jetzt schon die Beißer. Also ich weiß nicht, ob es Beißer sind. Es gibt jetzt auch neue Gegnerarten, wie zum Beispiel Mutantenhunde. Also feindliche. Und man kann auch selber Hunde züchten. Aber dazu braucht man erstmal Alien-Artefakte. Ja, und diese Hunde sind auch nervig. Die sind schnell. Garstige kleine Biester sind das. Oh ja, ich glaube, ich baue ein Oldschool-Kohle-Drill hier hin. Setze dann daneben ein Furnace, den ich auch noch bauen muss. Und mache dann die Ziegel draus. Damit auch das schon mal im Hintergrund langläuft, während ich am Rumwuseln bin. So, du forschst nicht mehr. Das ist nicht gut. Weitermachen. Mitnehmen. Kohle wird auch bestimmt wieder irgendwo Mangelware sein. Also sacken wir das ein. Da. Genau. Ganz viel Kohle. Ganz viel Eisen. Gib mir. Sehr schön. Weiter Plan. Also. Kohle kommt von da. Kommt hier rein. Läuft hier ein Fließband hoch. Befüllt hier die dreckige Stromversorgung. Und auf der anderen Seite die saubere Stromversorgung. Das heißt, ich könnte den dann mal wegnehmen und hier schon hinsetzen, damit dann hier später das Fließband im Kreis laufen kann. Genau, und hier kommen dann 3 oder 4 Boiler ran, weil das wird die Hauptstromversorgung, die wird mich schon weiter nach oben gehen. Okay. Das heißt, hier muss auch noch eine Fabrik hin, die können wir gleich hier unten ransetzen. Und die Fabriken, also die wasserreinigenden Fabriken, sollen alle immer Steine als Nebenprodukt haben. Und Sand. Sand ist auch noch was Wichtiges hier. Man kann nämlich Sandsäcke damit füllen und Barrikaden herstellen und so. Genau, wir haben jetzt das Eisenzahnrad. Das brauchen wir. Ich hätte gerne Dirts. Ja, die hätte ich eigentlich wirklich ganz gerne. Vorher baue ich allerdings Splitter, Underground Bales und Fast Inserter. Damit ich die Basis schon mal einigermaßen strukturiert aufbauen kann. Ich brauche mehr rote Science Packs. So. Ich brauche ebenso. Ja, warte. Bau erstmal ein paar Mining Drills. So, danach kannst du die Science Packs bauen. Genau, ganz viele. So. Strom? Ja, wir haben nur einen Stromabnehmer. Kein Problem, sehr gut. Du hast Kohleprobleme. Du solltest Ziegel herstellen, genau. Du, da, du. Da. Kohle, Kohle. Dann kommen die Ziegel und dann kommen die ersten Mauern. Ich guck mal, ob die Mauern... Genau, die neuen Mauern sind auch schon angezeigt. Das ist die Standardmauer aus Stein. Hat einen Health-Wert, also Lebenspunktewert von 350, sieht man unten. Hier gibt es eine Sandmauer, die ist 750 Lebenspunkte, was mal eben mehr als doppelt so viel ist. Und dann gibt es noch eine Chitinmauer. Chitin ist ein Nebenprodukt, wenn man Leichen zerlegt, also gegnerische Leichen. Da kommt dann Chitin raus, das man für Mauern benutzen kann oder für Werkzeuge. Es kommen Knochenball raus, die man an die Hunde verfüttern kann, glaube ich zumindest. Und auch Edelsteine aus gewissen Beißern. Das heißt, da ist nochmal mehr an Zwischenschritten dazugekommen, was man auch noch alles automatisieren kann. Was denn noch mehr Platz wegnimmt. Aber ja, du da rein. So, eine Radaranlage. Ja, gleich, aber nicht jetzt. Erstmal hätte ich ganz gerne die... Oh, ja, erstmal hätten wir ganz gerne durchgehend eine Stromversorgung. Das wäre super. Kohle. Wow. War das schon immer so, dass in einen Boiler 200 Kohle reingepasst hat? Das finde ich ganz schön krass. Vor allem in so einen MK1-Boiler. Oh, na gut. Mining Drill. Es soll möglichst alles abgebaut werden. Damit kein Fitzelrest am Ende bleibt. Und das da wird bleiben, aber okay. Du. Ja, da oben wird auch was bleiben, ne? Ja, nicht gut. Fließbänder.
machen wir das hier weg, damit wir hier die ganze Stromversorgung ordentlich aufbauen können. Wir haben 11 Science Packs, die werden abgeliefert und damit müssten wir jetzt auch schon genug haben, um Logistik zu Ende zu forschen. Das ist super. Und dann wäre auch bald der nächste Schritt, dass wir die Fabriken bauen. Da fehlt nur noch ein bisschen Eisen für. Wobei ich noch keine Ahnung habe, wo. Also ich wollte wieder mit diesen Viererblöcken arbeiten. Das heißt, Fabrik, außenrum Fließbänder und dann sind diese vier Fabriken für ein Thema. Also zum Beispiel stell her grüne Chips oder stell her Eisenzahnräder. Sowas in der Richtung. Und diese Blöcke verbinden wir dann untereinander möglichst effektiv. So ähnlich wie wir es in der ersten Welt auch hatten, nur nicht so viel hin und her gelaufen. Weil bei der ersten Welt wollte ich alles mit Robotern machen, später. Außer zu lange gedauert, bis die Roboter fertig waren. Sondern gleich untereinander verbinden. So, wo schicken wir euch mal hin? Die Schmelzöfen sollten da oben hin, ne? Ja. Dann fahren wir hier am Wasser lang, das ist eine schöne Route. No. Und dann kommen hier die Schmelzöfen hin. Okay. Wow, viel mehr Fließbänder. Genau. Das können wir weiterhin so laufen lassen, damit wir für uns immer genug Eisen haben. Ja, eigentlich sollte es von beiden Seiten gemacht werden. Also werden wir das doch gleich abreißen. Und dann von oben noch einen raufsetzen. Gut, du da lang. Und wir werden hier noch ein bisschen weiter. Um den Stein darum und dann nach oben. Ja. Weg, weg, weg. So. Da kommt Eisen. Von da kommt später das Kupfer. Und links und rechts kommen die Schmelzöfen. Und ich brauche ein Werkzeug. Gib mir Eisen, nicht Diamanten. Eisen, damit es alles ein bisschen länger hält. So, genau, Durability 2500, sehr schön. Und Mining Speed 3. Da, mehr. Hoch. Und Logistik ist fertig, sehr schön. Dann hätte ich gerne gute Frage. Ich hätte gerne Türme. So. Dann hätte ich gerne einen Splitter. Und ich hätte gerne hier unten Kohle drin. Kohle. So, mehr als genug Kohle. Dich bauen wir ab. Dich drehen wir so rum. Dann kommt ein Splitter hier hin. Und du knickst das dann wieder da drauf. So. Dann die Schmelzöfen. Ah, und das funktioniert nicht hier. Du, weg. Du, dahin. Weitermachen. Mitnehmen. So. Ja, Stromversorgung haben wir noch gar keine. Das können wir aber schnell ändern. Und wehe, du bist im... Achso, ein weiter. Ah, Glück gehabt, okay. Du da. So. Schmelzöfen. Brauchen wir natürlich ein paar mehr von. Brauchen wir 5 davon. 3 da. Hier mache ich jetzt noch ein Fließband für... Oh, warte mal. Hier ist ein Fließband gleich mit Kupfer. Da sind die Schmelzöfen. Und dann haben sie einen langen Arm, der das dann rauslegt. Wobei das Problem mit den langen Armen ist echt, dass sie nicht schnell werden können. Nicht wirklich schnell. Und ich sollte die ganze Basis schon mal so aufbauen, dass es langfristig arbeitet. Also nee, so arbeiten wir nicht. Na, wir legen denn hier hinten jeweils ein Fließband hin. So, das macht denn hier einen Knick.
läuft denn da lang? Und geht hier nach oben. Und da läuft eins von da nach da. Und geht hier nach oben. Ist das überhaupt die Mitte? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, ist es. Okay. Nicht so. Die sind nicht miteinander verbunden. Genau. Das heißt, hier kommen die Erze an, da kommen die Platten hoch. Wohin auch immer dann später, das müssen wir dann gucken. So, dafür brauchen wir sehr, sehr, sehr viel Kohle jetzt. Und wir brauchen die ersten Ärmchen. Da, baue ganz viele von den ersten Ärmchen. Du schnapp dir Kupfer. Du schnapp dir Ziegel und Stein und bau... Wow, 15 Mauern ist nicht viel. Bau 15 Mauern für später. Und wir brauchen ganz viele rote Packs. Yep. Ist auf der To-Do-Liste. Kohle. Da. So, gib mir... Was fehlt bei den Ärmchen? Eisen. Ja, wir haben gerade keine Möglichkeit, Eisen herzustellen. Hier. Da. 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 Du bitte. Da, da, da. Leg das dann bitte raus, raus und raus. Und kein Strom. Und Forschung fertig. Dann mach doch bitte Stahl. Brauchen wir jetzt schon Stahl? Es erlaubt eine ganze Menge, aber nee. Ich hätte gerne lieber mehr Bang Bang Research. Denn der Feind ist relativ nah dran. Ich sollte mich also an das Muster halten von früher. Immer so Hälfte, Hälfte. Hälfte Forschung, die Basis weiterbringen, Hälfte Forschung für Piu Piu. Ich brauche mehr Fließbänder. Dafür brauche ich mehr Eis. Da. Und ich werde jetzt wieder wie diese komischen Masten hier setzen müssen, einfach nur um die Ärmchen durchgehend zu belaufen. So, da kommen Eisenplatten. Gut. Nimm, nimm, nimm. Bau Fließbänder, bau Ärmchen, bau alles. Genau. So, am Arbeiten, am Arbeiten, am Arbeiten. Es wird wieder nur einseitig befüllt. Das ist ein wenig doof. Das heißt, wir müssen wieder einen Splitter reinhauen. Oder später mit den halben Ärmchen arbeiten. Das machen wir lieber mit den halben Ärmchen. Ich will nicht überall diese Splitter reinhauen. Mitnehmen. Ja. Und rote Packs herstellen. So. Also das läuft hier schon mal nicht so super toll. Aber es ist ein Anfang. Ich werde einfach hier ein paar Kisten hinstellen, dass ich das stauen kann. So, so. Kupfer. Kupfer, 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 Kupfer. Nimm mit. Nimm mit. Stromversorgung. Da. So. Warte, das ist falsch. Du musst da unten ankommen. Das heißt, du musst hier langlaufen. Ja. Dann nach unten gehen. Und schon haben wir keine Fließbänder mehr. Stell mehr Fließbänder her. Stell weniger rote Science Packs her. Stell mehr rote Science Packs her. Und Mining Drill. Einfach so. Genau. Goodie. Das. Runter. Und rüber. Du kriegst auch noch Ärmchen. Da, da und da. Da, da und gleich da drüben. Sü. Kohle. 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 Und du kriegst auch gleich eine Kiste. Da, da, da. So, erste halbe Stunde rum. Ich würde sagen, das ist ein guter Anfang. Geht bestimmt schneller, aber für mich reicht es. Oh, und ich hätte gern Licht. Tada! Warum mehr Licht? Danke. Denn wir haben es gleich wieder Nacht. Aber ja, für mich ein guter Anfang, in einer halben Stunde schon Strom zu haben und die ersten Schmelzanlagen und so. Wir sind aber noch weit davon entfernt, die ganzen tollen neuen Sachen zu sehen. Aber ich denke, es war trotzdem eine gute Entscheidung, auf die neue Ditec-Version zu wechseln. Und ich hoffe, ihr kommt damit auch einigermaßen klar. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir
daran arbeiten, dass das Ganze ärztlich nicht mehr staust und alles verarbeitet wird. Bis gleich.